Leute reist, die haben sie nicht umsonst bezahlt. Und wenn wir so weiterfahren mit einem Schiff ohne Kapitän, dann werden auch andere Abteilungen untergehen. Das werdet ihr sehen. Und deswegen sind wir gut beraten in einem Bezirk, wo schon gesagt worden ist, 10 Millionen Autos, 27.000 Flüchtlinge am Brenner das letzte Jahr. Ein Bezirk, der es nicht leicht hat. Und diesen Bezirk darf man nicht alles nehmen. Dafür werden wir auch kämpfen. Und ich sage noch einmal, wir haben eine Schlacht verloren, aber nicht den Krieg. Und lassen wir uns nicht auseinanderdividieren, ganz gleich, welche politische Farbe wir haben.